Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Subscriber und Neulinge auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch wieder eine neue Folge von Warface. Und heute spielen wir die neuen Missionen, die es jetzt gibt seit dem Update von vorgestern oder gestern. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber ich weiß, dass diese Woche ein Update drauf war. Und seitdem gibt es neue Missionen. Und ich spiele jetzt mal heute das erste Mal Hitzewelle und bin mal neugierig, was jetzt dabei rauskommen wird. Es geht jetzt eine Weile wieder, bis das Spiel gefunden wird. Und ich weiß gar nicht, was jetzt im neuen Update alles drin ist. Also ich vermute größtenteils neue Maps und neue Waffen. Ja, und ich weiß jetzt nicht, was genau verbessert wurde. Aber ich nehme mal an, dass hier eben größtenteils an Maps und größtenteils an Waffen nachgehakt und geaddet wurde. Also, Spiel beginnt gleich. Und diese Map habe ich noch nie gespielt, also ich habe keinen blassen Schimmer, was hier abgeht auf dieser Map. Also ich sehe dann zuerst mal, was hier los ist und versuche dann dementsprechend gut zu spielen, damit ihr nicht irgendwie denkt, dass ich ein Spaß bin. Und und falls ihr es noch nicht wisst, Warface ist ein Spiel von Crytek, erschaffen mit der CryEngine, und man kann es bei Steam gratis herunterladen. Also es ist ein Spiel für jedermann. Und es ist ein Shooter, aber es ist teilweise leider auch wie viele Free-to-Play-Spiele ein Pay-to-Win-Spiel. Aber man kann eben Dinge nicht unendlich lange haben, die man sich mit echtem Geld kaufen kann. Also ist es trotzdem irgendwie einigermaßen noch fair in diesem Sinn. Was ich an diesem Spiel sehr stark auszusetzen habe, ist besonders das, dass ich letztes Mal sehr, sehr gut war in einer Runde. Und ich wurde oft, weil ich irgendwie 4 oder 5 Leute hintereinander gekillt habe, gemeldet als Hacker oder so. Und seitdem habe ich das Gefühl, immer wenn ich auf den Server gehe, und es scheint auch so zu sein, es ist so, dass... Blackwoods Präsenz auf diesem Kontinent zerschlagen. Also es ist eben so, dass man... Die Satellitenaufklärung zeigt eine starke Blackwood-Präsenz in diesem Gebiet. Dass man sehr oft gebannt wird von... also rausgeschmissen wird aus den Servern. Das sind normale Blackwood. Neutralisiert sie und bleibt beim Nachladen in Deckung. Das ist ein bisschen arg laut, das Spiel. Die Granaten scheinen einigermaßen sinnvoller zu sein. Jetzt haben einen größeren Explosionsradius, habe ich das Gefühl. Ich muss wahrscheinlich das Game runterstellen, weil es ja extrem laut sein wird. Weil ich glaube, Windows hat irgendwie meine Einstellung seit dem Update nicht mehr für die Lautstärke. Und entschuldigt mich, wenn ich kurz mal unterbreche, während ich rede, weil... Ich höre selber mich selbst faktisch nicht mehr, weil das Game so laut ist. Ah, dummer Sack, schmeißt hier eine Blendgranate rein. Wirklich.
Gesundheit und Panzerung regeneriert. Kameraden wiederbeleben. Ich hab ihn erwischt. Vorwärts. Es ist also ziemlich leicht hier irgendwie Kills zu machen, habe ich das Gefühl. Mounter. Wenn ich hier richtig liege. Hilfestellung. Komm, Kollege. Noch einer ist hier weg. Haben wir. Nein, das war glaube ich das. Wow! Scheiße, Mann! Was? Wir verrecken wirklich? Ich nehme jetzt meine Wiederbelebungsmittel, das ist peinlich. Verreckt alle. Muss ich hin? Ich noch eine Granate. Geht in Deckung. Na, verfehlt. Sollte ich es schaffen, einigermaßen alleine. Darf man nicht das ganze Team auslöschen. Verteilt euch. Ja, super. Gerade schauen. Ich gegen den Raketenwerfer. Boah. Müssen Schaden nachbekommen. Wenn ich jetzt das schaffe. Jetzt kommt mein Team wieder rein. Hab's alles alleine geschafft. Bin der einzige Fähige hier, habe ich das Gefühl. Ah, ich hab irgendwie.
Ah, blendet mich. Sehr gut gemacht. Wow, 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 wow. Man ihn halt auf die altmodische Art erledigen. Nachladen. So, jetzt wieder fit an, Money. Die stehen wieder auf. Ich habe das Gefühl, vielleicht war die Mission, war die früher einfacher. Ich habe hier enorm viele Kills, also wirklich. Wow. Wo? Ah. Ah, das schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich, aktivieren. Jetzt brauche ich wieder Munition. Ich muss sagen, die neuen Missionen sind viel, viel cooler als die alten in diesem Spiel. Die alten haben nicht so viel Action drin gehabt. Den haben wir auch. Jetzt habe ich die Coins benutzt. Okay, wir sind durch. Nehme ich mal an den ersten Teil der Mission. Ich glaube, wir haben jetzt alle erledigt. Aber bisher fand ich es wirklich geil. Es hat wirklich Spaß gemacht, diese Mission. Ich
glaube, das war jetzt nur eine Mission, nicht aus zwei Teilen bestehend. Das war's, sieht so aus. Und natürlich, ich war der beste Gamer, das ist ganz normal. Und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese neue Mission mal endlich gefallen. Und gebt ein Like, gebt einen Daumen, gebt ein Abo. Und schaut meine weiteren Videos von Warface, meine weiteren Videos von Assassin's Creed. Oder wenn ihr noch ganz altmodisch seid, könnt ihr noch Call of Duty bei mir reinhauen. Und ich sag mal, bis später oder bis zum nächsten Mal, wie auch immer. Tschüssi.